So, und herzlich willkommen zu Herr Wettig, Episode 1, Map 7. Quasi der vorletzte Map. Genau, 9 war Secret Map, das heißt 8 ist ein Endboss Map und damit 7 die Map vor dem Boss. Wobei E1 M8 wird dann erst nächste Woche am Montag kommen, da ja die Secret Map dazwischen gekommen ist. Na gut, kann man nichts dran ändern. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, Lord the Game und dann lorden wir mal das Game. So, es gibt 6 Secrets und 130 Gegner. Ja, sieht ja spaßig aus. Da oben ist auch wieder der gelbe Key. Hä? Blöde Strömung. Die hat mich gerade heruntergeschoben und noch bevor ich überhaupt auf Wasser war. Aber ich war eigentlich noch auf der Kante, aber dadurch, dass mein Mittelpunkt bereits über der Kante drüber war, galt für mich die Physik des Wassers und nicht mehr da oben der Fläche. Das ist halt das Problem bei einem 2D-Game. Mal wieder wie gehabt alle Gegner anlocken. Kennt man ja bereits von zahlreichen Let's Plays, wie zum Beispiel Episode 1 Map 1 oder aber auch Episode 1 Map 2 und natürlich ganz besonders die ultra berühmte Episode 1 Map 3. Nicht aber zu vergessen Episode 1 Map 4. Und dann wieder noch Episode 1 Map 5 und vor allen Dingen Episode 1 Map 6 und Episode 1 Map 9. Digga, Episode 1 Map 9, das war eine Map. Ne? Da hat man taktisch. Also der grüne Raum, den wir da gekonnt umschifft haben, das war ja quasi eine Umschiffung wie im Träumchen. Was labe ich eigentlich gerade? So, jetzt haben wir alle Gegner angelockt. Jetzt treten uns alle Gegner gleichzeitig mit voller Kraft in den Arsch. Achso, halt nicht raufspringen. Das wäre illegal. So, die roten Vögel, dann kommt schon mal. Ja, schön. Dann muss ich mir nämlich um die bald keine Gedanken mehr machen. So, ich schätze mal, hier sollen wir auch rauf. Wir dürfen hier aber nicht stillstehen, weil uns haben diese komischen Axtschmeißer da im Visier. Genau die Viecher da. Komm hier hoch. Ah! LOL! Schon haben wir den ersten Key, das ging ja relativ schnell. So, die gelbe Tür ist da hinten, da müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Wow! Aua. Na komm raus. Ich sagte, komm raus! Du Mistgeburt da. So, hier ist voll, brauchen wir also nicht. Was tue ich schon wieder? Ja, den links sehe ich. Den rechts sehe ich auch. Oh, Alter. Sehr schön. Alter, was ist denn los? Wie fällt denn der aus? Sag mal. Oder schießt sich einfach so scheiße? Wahrscheinlich beides. Oh, aber ja klar. Übrigens weiß ich noch gar nicht, wie ich das überhaupt mit der zweiten Episode mache, weil normalerweise macht es ja bei Doom immer so, dass ich bei der letzten Map
einer Episode dann manuell mit Change Map in die nächste Episode gehe. Die Frage, soll ich das auch bei Heretic machen? Da bin ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher. Muss ich dann nächste Woche, dann, wenn ich denn die letzte Map mache, muss ich dann mal entscheiden, ob ich das mache, wenn ja, ja, also ob ich das mache, bin ich mir echt ein bisschen unsicher. Wie gesagt, eigentlich bin ich gerade ein bisschen dafür, einfach weil ich das bei Doom immer mache, also bei den Spielen, die in Episoden unterteilt sind, mache ich das halt immer. Von daher, ich könnte einfach mal sterben, Jungs. Ja, schade, geht nicht hoch automatisch. Also brauchen wir einen blauen Key, haben wir noch nicht? Wir haben bisher nur den gelben Key. Kriegen wir noch einen Key oder? Oh, hier geht's noch weiter. Leck mich! Ich bin raus! War das nicht vier Gegner? Okay. Einer ist wahrscheinlich schon stecken geblieben. So, das haben wir zwar irgendwie ein Heil bekommen, aber noch keinen gelben oder keinen grünen Key. Das heißt, wir jetzt immer noch nicht, wo wir jetzt eigentlich lang müssen. Na gut, ich guck mal, ob sich irgendwas geöffnet hat. Na komm, Renner. So, hier zum Beispiel, nein. Hier auch nicht. Na gut, gehen wir mal zurück und gucken, ob sich draußen was jetzt getan hat. Ja, so weniger. Ist noch was mit Gelb? Nee, brauchen wir das hier? Brauchen wir einen grünen Key? Haben wir auch noch nicht. Ich wollte doch gar nicht runterfallen. Ich wollte hochfliegen wie ein Engel, wie ein Vogel. Für diese scheiß Vögel, die mich hier gerade auf den Sack gehen. Tja, wo müssen wir jetzt lang? Ich kenne die Antwort nicht, my friend. Ich glaube, wir müssen doch hier drinnen bleiben. Was machen wir denn jetzt hier? Wir haben nur den gelben Key bisher. Ach, dann schau mal an. Aber sieht nicht so aus, als wenn es da drin einen Key geben würde. Hier drinnen gibt es eine Dunkelheit. Wie sie sehen, sehen die nichts. Und warum sie nicht sehen, sehen sie auch nicht. Boah, die Sonne geht gerade weg. Ist gerade schon windig. Oh, so muss das sein. Mann, wir brauchen einen Key. Jetzt fick dich ins Knie und gib mir ein Key. Lieblingsmeister 3000. Boah, Alter. Ey, ist draußen gerade so dunkel geworden. Ich sehe jetzt hier drinnen sogar richtig die Kanten, die Strukturen. LOL. Ey, ich fühle mich auf einmal wie ein King, wie ein König, wie ein Meister, wie ein Ninja.
Was allerdings nicht daran ändert, dass ich immer noch nicht weiß, wo wir jetzt hier weitermachen müssen. Kann mir irgendjemand sagen, wo jetzt hier noch irgendwas ist? Über sich hier irgendwas? Ist hier noch was, wo ich eigentlich was machen müsste, das aber noch nicht getan habe? Boah, das wollte ich gerade nicht. Ich habe es aber auch nicht so bekommen, danke dafür. So, hier, was ist hier? Hier war doch bloß der gelbe Key. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ach, ich bin schon wieder runtergefallen. Ach, Leute, das war. Ja, das Wasser zieht mich immer. Ach, leck mich doch. Seht ihr, ich kann es ja mal vormachen. Hier, ich stehe noch gar nicht auf dem Wasser, trotzdem. Bam. Zieht mich das Wasser einfach weg. Danke dafür. Danke dafür, Physik Engine. Ich liebe dich. So, ja, was machen wir jetzt dann? Ich habe offen gestanden absolut keinen Plan, wohin. Wir treiben einfach gerade mal so schön durchs Meer. Ah, Momentchen mal, da hinten ist noch. Also, was jetzt so? Da. Achso, nee, war ein anderer Bereich. Schade. Ich dachte, ich hätte die Antwortlösung. Hä? Die Lösungsrätsel. Hä? Nein! Die Rätselslösung gefunden. Goddammit! So, hier müssen wir nämlich lang. Irgendwie kommen wir aber nicht, weil wegen Ball. Ernsthaft? Die Treppe habe ich jetzt hier 15 Minuten lang nicht gefunden. Wollt ihr mich ruinieren oder eher urinieren? Ja, das ist ein Unterschied. Alter, wie viele Vögel? Ihr habt doch einen Vogel. Oh, und wir haben relativ wenig Feinde noch. Leck mich. Oh, na, wenn das mal keine Treppe war. Rein zufällig genau die Treppe, wo ich schon seit 15 Minuten hoch möchte. Schwunz! Hallo, hier bin ich. Ibims, 1 Berliner. Ah! Boah, was war das denn gerade? Ich muss einfach mal speichern. Hier wird es gerade irgendwie gefährlich. Stürmisch. Gott, was ist denn da los? Als ich hier mit der Map angefangen hatte, da war es draußen noch ruhig wie ein Babypool. Also Sonnenschein und so und wisst ihr, und jetzt ist draußen einfach Orkan. Also gefühlt. Auch wenn mein Gefühl schon vor Jahren erloschen ist. Okay, wo geht's jetzt weiter? Wir haben. Ach ja, wir haben den grünen Key. Ich will trotzdem gerne nochmal da runter. Einmal, weil es mir so ausgefällt, wenn es hier viel Munition gibt. Das ist natürlich sehr schön für mich. Die Frage ist, wenn ich da einmal unten bin, gehe ich dann komme ich auch wieder hoch? Ja, es sieht so aus. Oh, sogar noch richtig Munitionsbündel quasi. Oh. Und jetzt komme ich hier auf dieser Seite runter. Ich versuche mal da zu springen. Wahrscheinlich mit Wave Running oder so. Ja, also normal rennen bringt auf jeden Fall nichts. Das sei ja mal gesagt. Moment mal. Ach so, ja, okay. Ah. Ah. Ach so, schade. Ich hatte aber keine Dinge hier runterfahren lassen irgendwie. Oh. Oh, hier ist ein Weg. So. Und ich hinsetze hier. Geht das Ding jetzt auch wieder runter oder bleibt das Ding jetzt oben? Hallo? Das war gerade meine Fahrkarte da draußen, kann das sein? Oh, ich will nicht mehr leben. Ah. Ah. Wow, 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 wow.
immer schön ruhig mit den Jungpferden. Teleporter. Accepted. Ach, jetzt sind wir da, wo wir von diesem Viecher umgelegt haben. Und direkt an der grünen Tür. Ey, ist doch geil. Boah, was ist denn da los? Siehste, jetzt wisst ihr auch, warum diese Waffe gerne mit der Minigun assoziiert wird. Weil die einfach genauso Durchschlagskraft hat wie, halt die Minigun. So, jetzt wieder hier alle Gegner erwecken mit einmal, damit die alle schon rauskommen und wir uns nicht um die kümmern brauchen, sondern die zu uns kommen. Okay, so viel sind es gar nicht, sehe ich gerade. So, hier ist eine Kante in der Mauer. Hat aber nichts zu bedeuten. Schade. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach, klar, bei der grünen Tür. Klar. Was? Wo denn? Hallo? Yay! I have the blue key! Und ihr nicht! La 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 la, Idioten! Der blaue Raum war jetzt... Wo genau war der denn jetzt? Ach, klar, bei dem gelben Raum müssen wir erstmal durch und dann hier hinten irgendwo... Wo hin jetzt hier? Da so. Welche Waffe nehmen wir am dümmsten? Ich schätze mal, wir können eigentlich alle nutzen, weil alle relativ aufgebraucht sind. Oh. Das sieht nicht sehr gesund aus. Ja, ist genauso wie bei Doom. Sobald ein Ding ein Tier erfasst hat, geht es ab dann noch langsamer runter. Man merkt an so vielen Stellen, dass es eigentlich so eigentlich die Doom Engine ist, also die Doom 2 Engine, also quasi eine. Darf ich einmal zu Ende reden, bevor ihr Ficker kommt und mich zu Tode fickt? Ist quasi die Doom 2 Engine, die ja an sich schon eine abgewandelte Doom Engine ist, ist hier dann nochmal abgewandelt zu einer Doom 2 Engine. So, jetzt mach dich platt. Na los, jetzt sind wir zurück. Ja, geht doch. Du auch noch? Ja, natürlich nicht. Du trotzdem Naturgewalten. Da kann ich jetzt mal bitte durch hier. Dankeschön. Holy shit. Oh Gott, das sind aber ganz viele. Gehen wir mal ein bisschen zurück hier und okay, die können da gar nicht durch, wie es aussieht. Aua! Wow, das war grad dumm. Hätte gerade schlimm enden können. Okay, wir hätten doch die benutzen können. Oh, es geht aber noch weiter. Wow. Es geht ja noch weiter, wer hätte denn das gedacht? Vielleicht mal richtig runtergehen, damit ich auch mal kämpfen kann.
her jetzt hier. Danke. Ist ja Slug ihm ist das ja. Wohl. Welch schickes Secret. Aber es geht ja noch weiter. Oh. Wo seid ihr? Du meinst es tot? Ja. Geht doch. So, gucken wir mal, was hier so abgeht in dem Raum. Also ich sehe gerade gar nichts, kann aber daran liegen, dass ich überhaupt sowieso gerade gar nichts sehe. Gut, ich glaube mit der Waffe hier. Das heißt, definitiv noch am meisten mit schon zu geben. Ach, ich bin am Anfang. Lol, brauchst du ja gar nicht weiter. Das ist ja quasi wirklich schon das Exit, das Secret. Mehr gibt's ja gar nicht. Oder? Ab dafür. So, ja. Die Map und die kümmern wir uns dann nächstes Mal. Wenn es dann wieder heißt, Zutote vergewaltigen lassen. Hallo. Wenn du schon mich hinnehmen möchtest, dann bitte von hinten. Ach, tut so gut. Okay. Ich würde mal sagen, das waren die gebührenden, wohl gewählten letzten Worte meinerseits. Ein gekonntes Stöhnen. Ja. Schau mal vor.